Willkommen in dieser Mindmap geht es um den Reisenden und den HV, den Handelsvertreter, und zwar um Abgrenzungskriterien. Worin unterscheiden die sich? Wir sind also im Marketing, wir sind im Außendienst und wir sind bei diesen beiden Menschengruppen, die im Außendienst agieren. Das kann einmal der Reisende sein oder der Handelsvertreter. Das erste Abgrenzungskriterium ist oder nennt man die Abhängigkeit. Und man meint da vor allem die vertragsrechtliche Gestaltung. Welche Art von Vertrag liegt hier vor? Und da kann man sagen, dass der der Reisende, einen Arbeitsvertrag hat und er ist Angestellter. Während der HV, der Handelsvertreter, selbstständig ist. So, damit wird unterstellt, dass der Angestellte, der Reisende als Angestellter abhängiger ist als der Handelsvertreter, was faktisch nicht stimmt. Denn auch der Handelsvertreter kann sich in einer ökonomischen Abhängigkeit befinden, unabhängig davon, wie sein Arbeitsvertrag, oder sein Vertrag, ist ja kein Arbeitsvertrag, aber sein Vertrag gestaltet ist. Ja, also Abhängigkeit meint hier die Vertragsgestaltung. Der Angestellte hat einen Arbeitsvertrag, der Handelsvertreter hat halt einen entsprechenden Handelsvertretervertrag. Er kann aber ökonomisch genauso abhängig sein wie der Reisende. Ja. Im Grunde, die anderen Punkte ergeben sich daraus, dass man sich klar macht, der Reisende ist Angestellter und der Handelsvertreter ist selbstständig. Also beim Reisenden ist die Arbeitszeitgestaltung fremdbestimmt, genau wie bei jedem anderen Angestellten auch. Und beim Handelsvertreter ist die Arbeitszeit selbstbestimmt. Er kann entscheiden, wann er arbeitet, wann er nicht arbeitet, wie viele Kunden er besucht und so weiter. Ja, vor dem Hintergrund, dass er sich auch innerhalb gewisser Zwänge befindet, ist auch das wieder einschränkend zu sehen. So, C ist die Kündigung. Und die Kündigung ist beim Reisenden wie bei jedem Angestellten, also wie jeder Angestellte. Was bedeutet das? Wie jeder Angestellte, das bedeutet, dass es eine Kündigungsfrist gibt, die unter Umständen länger sein kann als die berühmten 4 Wochen. Na, wenn zum Beispiel der Reisende schon sehr lange Angestellter ist, dann gibt es längere Kündigungsfristen, die man sich durch längere Zugehörigkeit zum Betrieb erarbeitet. Das ist alles im BGB genau geregelt, habe ich an anderer Stelle ausführlich erläutert. Also hier gelten die Kündigungsfristen, hier gilt gegebenenfalls das Kündigungsschutzgesetz, wie bei jedem anderen Angestellten auch. Während beim Handelsvertreter, der ja eben nicht Angestellter ist, man wissen muss, dass es einen Ausgleichsanspruch gibt. Und dieser Ausgleichsanspruch ist der berühmte 89b HGB. Der Handelsvertreter erwirtschaftet ja für das Unternehmen, für das er verkauft, erwirtschaftet er Geld und da steht ihm ein Provisionsanspruch zu und der berechnet sich hier nach einem Durchschnittswert und dementsprechend hat er einen Ausgleichsanspruch. So, und unser letzter Punkt ist die Entlohnungsform. Hier kann man 2 Dinge im Grunde anführen. Einmal, der Reisende bekommt ein Gehalt, ist Angestellter. Und der Handelsvertreter bekommt eine Provision. Das könnte man hier erwähnen. Oder man könnte abstellen, und das will ich hier tun, darauf, dass der Reisende eher fix entlohnt wird und der Handelsvertreter eher oder nur variabel. Wenn er verkauft, kriegt er Provision. Wenn er nichts verkauft, kriegt er in der Regel auch keine Provision. Wenn ich sage, beim Reisenden eher fix, völlig klar, dass auch hier der Reisende
mittlerweile nahezu überall erfolgsabhängige Gehaltsbestandteile hat. Na, deswegen eher fix. Aber er hat auf jeden Fall ein Fixum, was der Handelsvertreter in aller Regel nicht hat. Auch hier gibt es Konstrukte, wo man Handelsvertretern, besonders wenn sie anfangen, auch Maklern, besonders in der Finanzdienstleistungsbranche, sowas wie ein Fixum zahlt. Also auch das stimmt nicht immer unbedingt hier, dass man sagt, es ist nur variabel. Aber die Grundidee ist, dass der Handelsvertreter Provision bekommt, wenn er verkauft, und keine Provision, wenn er nicht verkauft. Ja, während der Reisende auf jeden Fall sein fixes Gehalt hat und darüber hinaus noch für das Sprengen bestimmter Schwellenwerte, das Erreichen bestimmter Verkaufsziele zusätzlich, in dem Fall wäre es ein Prämienlohn, ne, eine Prämie bekommt. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.